Worüber Sie gesprochen haben, Frau Bundeskanzlerin, das waren die Bauernproteste vom gestrigen Tag. Damit haben Sie geschlossen. Und Sie haben hier freundliche Worte geäußert. Die hätten Sie einmal gestern den Landwirten entgegenbringen sollen. Ja, das ist ein ernsthaftes Thema. Ich habe nämlich das Gefühl, ja, ich habe wirklich, also weil hier so manche so aufstöhnen, das ist irgendwie ein bisschen, da müssen wir aufpassen, eine Deformation professionell, um nicht zu sagen eine Berufskrankheit hier im Deutschen Bundestag. Hier sprechen nämlich ganz viele über die Lebenswirklichkeit von Menschen, die sie in Wahrheit gar nicht kennen. Das ist ein ganz großes Problem. Nee. Ja. Ja. Ganz viele tun das. Ich finde es bemerkenswert, dass ein Kollege der... Ich finde es bemerkenswert, ich meinte die Grünen, aber ein Kollege der Union fühlt sich angesprochen. So, ist doch ein Problem, Frau Bundeskanzlerin, wie da gesprochen wird. Die brauchen keine Worte. Die haben das Gefühl, dass hier im Parlament über sie, über die berufliche Existenz entschieden wird, aus irgendeiner, wie soll ich sagen, moralischen Motivation heraus, ohne die tatsächliche berufliche Praxis und die wissenschaftliche Evidenz zu kennen. Und das macht die Leute wütend. Die haben das Gefühl, dass hier Stimmungen entscheiden und nicht Fakten. Und viele Menschen haben das Gefühl, vom Dieselfahrer bis hin zum Landwirt, dass hier im Deutschen Bundestag den Menschen der Respekt versagt wird vor der Art, wie sie leben und wie sie wirtschaften. Und das ist ein Grundproblem, Frau Bundeskanzlerin, der Politik der vergangenen Jahre.